So, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe schöne neue Nachrichten für Donnerstag, den 2. November. Also für morgen, was bedeutet dieses Video, wird heute schon erscheinen. Ansonsten ist das relativ sinnlos. Morgen startet auf dem PTE, also auf dem Public Test Server von Head folgendes Event beziehungsweise man kann folgendes Update antesten und zwar kann man das neu überarbeitete Briten Update antesten was so viel bedeutet wie es wird zwei neue Karten geben die wir im Spiel schon haben El Alamein Dusk Map und Dream Night Map ich durfte beide Karten schon spielen und muss sagen die sind eigentlich ganz nett bringen etwas Neues bei den Panzern rein und zwar die Sichtweite der Panzer wird leicht eingeschränkt der Rest ist eigentlich so wie man es kennt macht trotzdem Spaß vor allen Dingen Knight Night hat eine besondere Atmosphäre aber auch El Alamein Dusk ist nice, weil die nicht von MG's aus 300 Meter einfach zerrissen werdet, werden könnte. Dann gibt es ähm, eine neue Uniform und zwar von den Briten. Die britische 8 Armee Army Subfaction mit britischer Desert-Uniform. Also diese britische Desert-Uniform mit den kurzen Hosen und den kurzen Ärmel. Äh, haben wir schon mal vorher gesehen in ein paar Update-News. müssen ihr dann mal nachgucken. Habe ich jetzt speziell nicht rausgesucht, ist relativ bekannt. Dann gibt es die äh, deutsche Afrika-Korps-Uniform. Kennt man auch in beige gelegen es ähm, gibt so ein paar Filme, da kann man die auch sehen vielleicht sollte ich das ein oder andere einblenden nur weil es für mich selbstverständlich ist, heißt das nicht dass der Rest der Leute auch weiß, wie eine deutsche Afrika-Uniform im Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat, ist auf jeden Fall eine beige Uniform ähm, dann kommt das SMLE Nummer 1 MK3 rein das ist im Prinzip wieder, und dazu habe ich einfach mal im Internet was rausgesucht, die ähm, Lee-Enfield, die wir hier schon sehen können, und zwar die Lee-Enfield äh, MK3 mit einem kurzen Magazin was ich nicht ganz verstehe ist ähm, Also ich habe ganz viel gesucht im Internet und ich habe jetzt nicht gefunden, dass das äh, ein Pendant zum Gewehr 43 ist. Also dass das so semi-automatisch ist. Das ist immer noch ein single Verstehe ich jetzt nicht. Ähm, wir, wir haben schon Single-Lader, was wir mit noch einem Single-Lader sollen. Aber vielleicht ist der auch semi-automatisch und ich habe es einfach nur nicht gefunden. Keine Ahnung, könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben. Und ähm, dann gibt es noch ein paar äh, andere neue Dinge, wie zum Beispiel, Sekunde, jetzt ich das Bild wieder wechseln, zack, wie zum Beispiel ähm, ne mit dem Bipod, dann gibt es noch die Thompson Modell 1928 A1, habe ich jetzt auch nachgeguckt, finde ich im Prinzip kein Unterschied zu der amerikanischen Thompson, ist wahrscheinlich auch dieselbe, weil oftmals haben die Seiten dieselben Waffen, teilweise benutzt. Viele wurden von den Amerikanern beliefert. Und der Churchill MK3 kommt. Wie sieht der Churchill MK3 aus? Wir haben ihn so ähnlich schon im Spiel gehabt, beziehungsweise kennen ihn so ähnlich im Spiel. Auch dazu habe ich noch mal eine Kleinigkeit rausgesucht. Und zwar ähm, ist das hier der Churchill MK3. Der hat eine 6-Pfünder-Kanone. Äh, fährt sich vielleicht besser als dieser gammlige Sherman, der jetzt aktuell im Spiel ist. Werden wir auf jeden Fall am Donnerstag sehen. Ich werde das Update auf jeden Fall testen und natürlich live für euch als Erste ein Gameplay oder eine Information über das Update hochladen. Ich hoffe euch gefällt diese kleine Information. Falls ja, lasst mir ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss!